Auch John Richards hilft, San Jose grüner und reicher zu machen. John baut Cannabis an. Gerade hat Bürgermeister Reed eine 7%ige Marihuana-Steuer verfügt. Ganz legal verdient San Jose so am Cannabisanbau mit. Kiffen für die Stadtkasse. Noch gärtnern Kleinanbauer wie John in einer Grauzone. Ich kenne viele Marihuana-Anbauer, die heimlich weit mehr züchten als die 100 Pflanzen, die legal sind. Ich selbst habe weniger als 100. Ich habe keinen Bock auf unangenehme Zwischenfälle. Dazu ist mir meine Zeit zu schade. 300.000 Dollar im Monat verdient San Jose an der Kiffsteuer. Die Marihuana-Industrie Kaliforniens ist ein Milliardengeschäft. Das Harborside Health Center in Oakland ist der größte Coffeeshop im Land. Marihuana und Hasch gibt es in Kalifornien ganz legal auf Rezept. Steve D'Angelo ist Chef der Klinik. Die medizinische Wirkung der Droge in der Schmerztherapie ist unbestritten. Genug Patienten gibt es auch. Mit diesem Rezept darf ein Patient Cannabis aus medizinischen Gründen nehmen. Darin muss stehen, dass Arzt und Patient das Für und Wider von Cannabis besprochen haben und beide meinen, es könnte dem Patienten etwas bringen. Im Trakt hinter den Verkaufsräumen liefern die Kleinanbauer ihr grünes Gold an. 35.000 Kunden täglich wollen versorgt werden. Qualitätskontrolle im Labor. $50 kostet ein Tütchen Medizin mit Namen wie Purple Hash, Super Diesel oder Afghani Hash. Eine gewisse Grundeinstellung darf man bei den meisten Angestellten wohl getrost voraussetzen. Bei den letzten kalifornischen Wahlen stimmten die Bürger auch über eine Freigabe des Marihuana-Verkaufs ab. 50.000 neue Jobs und viel Geld für Kaliforniens klamme Kassen, versprachen Befürworter. Das Referendum scheiterte nur knapp. Wer kiffen will, muss nun weiterhin zum Arzt. Beschwerden gibt es ja viele. Naja, ich glaube, da bahnt sich gerade ein Rückenschmerz bei mir an. Und schlafen oder so kann ich auch schlecht. Es entspannt mich. Der Tag geht damit einfach leichter rum. Laut Umfragen will nun eine Mehrheit den Stoff ganz legalisieren. Ein High auch für den Staatshaushalt.